Hallo, ihr werdet euch fragen, wieso ihr ab heute eine männliche Stimme in unseren Videos hört. Der Grund ist ganz einfach. Nach der Unternehmensvorstellung übernehme ich als euer Coach und Inhaber von Build Future Mindset das Ruder. Letzte Woche hatten wir euch ein Video zum Thema Partnerschaft versprochen. Also legen wir los. Für mich bedeutet Partnerschaft auf Augenhöhe, Krisen zu meistern und sein Gegenüber mit all seinen Fehlern zu akzeptieren. Nur wenn man bereit ist, sich selbst zurückzunehmen und immer wieder zuhört, welche Anliegen und Wünsche der andere hat, kann eine Partnerschaft gelingen. Der Halt, den wir aus einer erfüllten Partnerschaft ziehen, ist für viele von uns wichtig, um für die Stürme, die uns im Leben erwarten, gewappnet zu sein. Aus einer glücklichen Partnerschaft holen wir uns die Anregungen und Inspiration, die wir in unserem Dasein benötigen, um unsere Existenz als Ganzes zu fühlen und kreativ sein zu können. Ein liebevoller Partner oder eine liebevolle Partnerin heben unser Leben auf ein neues Level. Natürlich gibt es in jeder Partnerschaft, als auch im Leben an sich, kritische und schwierige Phasen. Ich denke zum Beispiel an Eifersucht, Entfremdung oder die Frage, ob eine Beziehung noch zu retten ist. Wichtig ist es, in diesen Phasen das Gespräch zu suchen und den Draht zu seinem Gegenüber nicht zu verlieren. Elementar ist es, seinem Gegenüber zuzuhören und zu verstehen, was in der Person tatsächlich vorgeht. Nur dann hat man die Möglichkeit, positiv auf seine Beziehung einzuwirken. Da ich selbst eine Scheidung durchlebt habe, weiß ich, dass es in der Liebe und in der Partnerschaft nicht immer nur Sonnenschein gibt. Jedoch ist es möglich, auch nach tiefen Einschnitten im Gefühlsleben wieder positiv nach vorne blicken zu können. Gerne unterstütze ich dich mit einem persönlichen Coaching, um aktuelle Herausforderungen zu lösen. Hat euch das Video gefallen und fühlt ihr euch bei Build Future Mindset gut aufgehoben? Abonniert den Kanal, hinterlasst ein Like oder schreibt uns was Nettes in die Kommentare. Bis bald, euer Danny.